Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von Mystery Ranch den Hip Monkey. Den Hip Monkey von Mystery Ranch gibt es schon eine Weile am Markt. Wir haben den auch selbst ständig im Einsatz. Der Hannes trägt den immer auf den Messen und natürlich auch im Outdoor-Bushcraft-Bereich, wenn er unterwegs ist. Ist im Endeffekt eine Hüfttasche, die euch nochmal zusätzlichen Stauraum bietet in Form von 8 Liter Volumen. Das ist für eine Hüfttasche schon ziemlich groß. Nichtsdestotrotz lässt sich die Tasche relativ flach und klein auch zusammenkomprimieren. Mit 400 Gramm wiegt sie auch nicht viel, von daher auch ideal, um sie mitzunehmen. Und die Größe bietet natürlich dann auch nicht nur eine Trageweise an der Hüfte an, sondern eben auch quer über die Schulter. Von der Größe her habt ihr hier 33 cm in der Breite, 20 cm in der Höhe und nochmal 20 cm in der Tiefe. Hier seht ihr es einmal, so klein und schmal kann er werden. Und so kann er, wenn er maximal gefüllt ist, aussehen an der Hüfte. Dann habt ihr natürlich schon einen ganz schönen Bollen hier. Aber wie gesagt, das wären die Möglichkeiten, wie man ihn tragen kann. Um das Hauptfach noch ein bisschen zu komprimieren, habt ihr hier rechts und links zwei Kompressionsriemen hier aufs Maximum angezogen, um das hier schmal und schlank zu bekommen. Hier ein bisschen lockerer, aber da seht ihr, da ist auch noch ein bisschen Platz, um das Ganze noch nachzujustieren. Verwendet wird hier 500D Cordura YKK-Reißverschlüsse und Duraflex-Verschlüsse in Form von Fastex-Verschlüssen zum Tragen, 50 mm. Kommen wir gleich zu, wenn wir aufs Tragesystem kommen. Beim Profil hier für das Hauptfach habt ihr hier einen spritzwassergeschützten Reißverschluss und für die Fronttasche habt ihr einen normalen YKK-Reißverschluss hier. Das Hauptfach lässt sich hier mit zwei Schiffchen bedienen. Die sind hier mit Paracord ausgeführt, um sie besser greifen zu können. Das ist schön. Gerade beim Hauptfach finde ich das wichtig, dass man hier zwei Wege hat, um das Ganze dann aufzumachen. Die Fronttasche hat nur einen Zipper, aber mehr braucht man hier unserer Meinung nach auch nicht. Habe ich hier vorne die Möglichkeit, nochmal flache Gegenstände unterzubringen. Und hier ist auch nochmal für euch ein Haken untergebracht, um hier einen Schlüssel zu fixieren oder sonstige Ausrüstung, die nicht verloren werden darf. Außen habt ihr hier noch rechts und links, hier sieht man es besser an dem hier, außen habt ihr rechts und links nochmal neben dem Zipper nochmal eine Lasche. Da kann man natürlich perfekt ein paar Karabiner einhängen, um zum Beispiel nochmal ein paar Handschuhe zu fixieren. Oder aber auch, wozu ich es ganz gern nutze, ist, wenn ich die Tasche aufmache, kann ich das hier festhalten und habe dann hier was zum Ziehen. Das ist ähnlich wie bei den OFPRO-Laschen für den Mund und für die Ärmeltaschen, kann ich das hier festhalten und kann dann damit problemlos die Zipper bedienen, ohne dass ich die zweite Hand, nein, die zweite Hand brauche ich schon, aber ohne dass ich hier groß mit den Reißverschlüssen experimentieren muss. Jetzt, wo wir das Ding hier schon mal offen haben, könnt ihr auch sehen, von der Größe her, ich meine, bei 8 Litern werdet ihr euch schon gedacht haben, aber es passt eine Nalgene-Flasche rein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, einfach um zu sehen, 1 Liter Nalgene geht hier komplett rein, leider nur in der horizontalen. Man würde es mit viel Gewalt, sage ich mal, auch in der vertikalen hinbekommen. Also ihr seht, wenn jetzt nichts weiter drin ist, kriege ich das auch hin. Wird dann aber ein bisschen sportlich, sage ich mal, wenn ich noch andere Sachen dazu packe. Aber einfach mal, dass ihr ein Gefühl für die Größe entwickelt habt. So, bevor wir uns das Hauptfach anschauen, einmal auf die Rückseite. Hier habt ihr einen Tragegriff. Das ist tatsächlich zum Tragen, würde ich den nicht verwenden, aber wozu er natürlich sehr cool ist, wenn ich irgendwo am Camp bin oder am Fahrzeug und das Ganze irgendwo hinhänge, um dann da auf meine Ausrüstung zugreifen zu können. Dafür ist das sehr gut. Dann habt ihr hier kleine Hüftflossen, die dann das 50 mm Gurtband führen und dann hier entsprechend den Verschluss von Duraflex und der lässt sich natürlich hier auch entsprechend justieren, um das Ganze dann entweder an der Hüfte oder quer über der Schulter tragen zu können. So, dann einmal ins Hauptfach für euch. Im Hauptfach habt ihr nochmal eine zusätzliche Innentasche mit einem Zipper, die kann man hier ganz gut sehen. Die ist ebenfalls nur mit einem Schiffchen. Und ist flach hinten am Rücken ausgeführt, beziehungsweise dann natürlich an der Rückwand. Wenn ihr da zum Beispiel Geld reintut, Ausweis, Dokumente, irgendwas, ist das hier schön nah am Körper und kann vor allem nicht entnommen werden, ohne dass ihr das mitbekommt. Ihr kennt das ja vielleicht bei Taschendieben. Wenn ich jetzt hier so eine Tasche habe und die hinten trage, dann wird hier mit einem
mit einem kleinen Messer unten einen Schlitz reingemacht und reingegriffen, ohne dass man es groß mitbekommt. Das wäre hier bei dieser Innentasche dann schon relativ schwierig, das so hinzubekommen, dass ihr das nicht mitbekommt, einfach weil es so nah am Körper ist. Das Ganze ist übrigens hier auch noch ein bisschen versteift, also ihr habt hier auch eine Einlage drin. Das heißt, dem ganzen Pack wird hier auch noch ein bisschen Struktur gegeben. Unser Fazit zum Mystery Ranch Hip Monkey. Für alle, die sagen, mir ist so eine normale Hüfttasche ein bisschen zu klein und so ein richtiger Slingbag zu groß, ist der Mystery Ranch genau der richtige in der Größe, so der Sweet Spot zwischen diesen beiden Produkten mit 8 Litern und hat natürlich auch die Möglichkeit, gibt einem die Möglichkeit, in beiden Varianten getragen zu werden, sowohl an der Hüfte als auch quer über die Schulter. Ideal, um noch mal ein bisschen Material unterzubringen und auch an Organisation ist hier nicht zu wenig Platz vorhanden. Von der Herstellung her muss man noch mal dazu sagen, Mystery Ranch ist ja ein amerikanisches Unternehmen und fertigt auch größtenteils in den USA. Sie haben aber auch Werke in Vietnam und in den Philippinen, die unter hohen Qualitätsstandards dann auch noch mal die Sachen fertigen. Von da kommt, also von aus Vietnam, kommt auch der Hip Monkey. Das schlägt sich dann aber auch im Preis nieder, also für euch Win-Win auf jeden Fall. Ihr habt hohe Qualität mit amerikanischen Materialien, made in Vietnam. Und das natürlich dann zu einem deutlich besseren Preis. Wer Mystery Ranch Rucksäcke kennt, der weiß, dass es extrem teuer ist, wenn das aus den USA kommt. Und von daher finden wir das eine coole Alternative für unseren europäischen Markt. Ihr bekommt den Hip Monkey in verschiedenen Farben, wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel Forest Green und Coyote bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dem Ding? Nutzt ihr eine Hüfttasche in der Größe oder eher als Slingbag? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Lachs, liken, Abo, Glocke, Shop. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.